So, mein Beitrag zum Austausch der alte Kühlflüssigkeit in einem Detlef 760 DR mit Bodenheizung. Das Ventil, Dreieckskugelhahn, steht auf extern. Das heißt, die Flüssigkeit läuft jetzt hier raus, die alte. Wird durch den Kanister gepumpt, durch die Leitungen. Aus dem Wagen heraus. So, das Gerät wurde bereits in Betrieb genommen. Ich schalte es jetzt noch mal ein. Wie ihr sehen könnt, fließt die alte Flüssigkeit in Blau zurück, also wird durch das System gedrückt und die neue Flüssigkeit in Pinkfarben ersetzt. Der Druckminderer ist angebracht. Das System ist ein bisschen modifiziert. Die ganze Sache kostet mit zwei Kanistern Flüssigkeit im Umbau 800 Euro. Natürlich kann man es auch ausleihen. Ein Systemmechaniker berechnet dies mit ca. 2000 Euro. Anfahrt und Austausch. Wenn er auf die Plätze kommt, beziehungsweise den Wagen bringen muss. Jetzt kann man bereits sehen, dass die Flüssigkeit heller wird. Das heißt, das System ist so gut wie fast komplett durchspült. Jetzt habe ich den Kugelhahn auf intern spülen gestellt, sodass das System nur noch im Kreislauf pumpt und die restliche Luft aus dem System herauspumpen. Wie ihr sehen könnt, steigen immer noch Luftblasen durch das System. Auch hier habe ich die Leitung mit zwei Kugelhähnen gesichert. Die nachher wieder am Ausgleichsbehälter angeschlossen werden. Wichtig zu beachten ist, dass der Druckminderer auf 1 bis 2 bar Druck eingestellt ist. Sonst könnte es sein, dass ihr euch die Leitungen im Wagen zerstört. Maximal 2 bar Druck. Dieses Befüllsystem ist eine ganz normale, herkömmliche Solarbefüllstation zu erwerben bei den hiesigen Online-Kaufhäusern wie A Diese Befüllstation wurde lediglich ein wenig modifiziert mit einem Dreieckskugelhahn versehen, der den internen und externen Kreislauf öffnet oder schließt, einem Druckminderer mit zusätzlichem Kugelhahn und wie ihr sehen könnt, kommen immer noch Luftblasen, die aber wesentlich weniger geworden sind. Wir werden das so lange durchspülen, das System, bis keine Luftblasen mehr durch die Leitungen fließen. Des Weiteren habe ich eine Funkfernbedienung mit einer Funksteckdose installiert, sodass ich das Gerät jederzeit mit der Fernbedienung ausschalten kann. Mir blieb leider keine Alternative, dies selber zu tun, weil mein Wohnwagen fest auf einer Insel steht und der Service 3000 Euro dafür genommen hätte, für die Anreise, Übernachtung und Austausch der Flüssigkeit. Somit habe ich versucht, mir selber weiterzuhelfen und wie man sieht, ist diese Rechnung wunderbar aufgegangen.